Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, vor einiger Zeit habe ich eine alte Dokumentation gesehen über das Augustiner Chorherrnstift St. Florian, ein bedeutendes, sehr bedeutendes Stift in meiner Heimat Oberösterreich, mit dem ich auch familiär sehr verbunden bin durch meine Vorfahren. Dieses Kloster ist sehr blühend gewesen, noch nach dem Zweiten Weltkrieg, mit ganz vielen Chorherren. Und in den 70er Jahren hat der damalige Propst Dr. Johannes Zauner ein Interview gegeben für eine Fernsehsendung. Und er wurde auch befragt, woher kommen die Berufungen in St. Florian. Und er sagte, der Großteil der Berufungen kommt aus dem Bauernstand. Der große Teil der Berufungen kommt aus dem Bauernstand, aus dem Mühlviertel, wo es viele inkorporierte Pfarreien gibt, die vom Stift betreut werden. Schon einige auch aus anderen Ständen. Und Propst Zauner wurde dann gefragt, ob aus der Stadt auch Berufungen kommen. Und er antwortet dann, dann und wann kommt eine Berufung aus der Stadt, sogar aus Wien, eine Berufung für St. Florian. Und dann wurde er gefragt, ob aus der sehr nahen Landeshauptstadt Linz Berufungen kommen. Und dann lächelt er und sagt, kaum wenige, ganz wenige kommen aus der Stadt. Was können wir daraus schließen? Wir können da einige sehr grundlegende Wahrheiten ableiten aus diesem interessanten Interview aus den 70er Jahren, wo gerade noch die vielen Priester und Ordensleute da waren, bevor dann alles zusammengebrochen ist. Ein großer Teil der Berufungen kommt aus dem Bauernstand. Und wenn wir letzten Sonntag schon vom Zusammenbruch der sozialen Orden gesprochen haben, vom Ausbluten der Ordensleute in den Spitälern und in den Schulen und vom unendlich großen sozialen Mangel, der damit auch entstanden ist in der Gesellschaft, vom völligen Abfall vom Christentum, gerade auch in der Krankenpflege und in der Schule, so wollen wir noch einmal diesen Zusammenhang mit der Demografie herstellen, der gerade hier ersichtlich wird. Die Bauern, die hatten viele Kinder. Für die war es möglich, viele Kinder zu haben, weil es Platz gab, weil es Freiheit gab für die Kinder brauchen. In einer kleinen Stadtwohnung kann eine große Familie normalerweise unter normalen Bedingungen nicht gelingen. Ich habe mich dann ein bisschen näher damit auseinandergesetzt und habe mich gefragt, was ist mit dem Bauernstand geschehen in unserem Land und überhaupt. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Zahl nennen, die wirklich dramatisch ist. Vor 70 Jahren, über 70 Jahren, 1951, sagt die offizielle Statistik Österreichs, staatliche Statistik, 1951 gab es 433.000 landwirtschaftliche Betriebe in Österreich. 433 offizielle landwirtschaftliche Betriebe, also Bauernfamilien, Bauernhöfe in Österreich. Knapp 70 Jahre später, 2020, 154.953 landwirtschaftliche Betriebe. Das bedeutet einen Ausfall
von fast 300.000 landwirtschaftlichen Betrieben in Österreich. Bauern, Bauernfamilien in Österreich. Was ist da passiert? Wenn man dann sich ein wenig weiter noch damit beschäftigt, weiß man, dass es zwei große Wellen gab. Auf der einen Seite der Wohlstand, der eingezogen ist in der Nachkriegszeit. Das war der eine große Ausfall dann in den 60er, 70er Jahren, wo es ganz viele einfach in die Stadt gezogen hat, weg vom Land, um ein bequemeres Leben zu haben, um dieses entbehrungsreiche Leben nicht mehr zu leben. Und die zweite Welle, die mit einer enormen Brutalität vor sich gegangen ist, das war der EU-Beitritt. Das waren die 90er Jahre, das waren die ersten Jahre des neuen Jahrtausends, wo es aufgrund von unendlich vielen Regeln, von einer unendlichen Bürokratie, von unendlich vielen künstlichen Schwierigkeiten, die produziert wurden, nicht mehr möglich war, eben auch als Kleinbetrieb und als Mittelbetrieb im bäuerlichen Stand zu überleben. Und da kommen wir ein wenig jetzt zum Evangelium des heutigen Sonntags. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen lieben und den anderen hassen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und gerade hier ist durch den Materialismus etwas geschehen, was unglaublich ist. Der Zusammenbruch des gesamten Bauernstandes letztlich. Mit allen Ausfällen für die Gesellschaft, für die Kultur und für die Kirche. Suchet also zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Ist nicht gerade das vor allem bei den Bauern verwirklicht worden? Die tugendhaft waren, also auf natürlicher Ebene zutiefst normale, bodenständige Leute, durch ihre Verbindung mit der Natur, durch dieses entbehrungsreiche Leben, durch dieses Leben auch dem Willen Gottes entsprechend infolge der Sünde, dass der Mann eben verpflichtet ist, im Schweiße des Angesichtes zu arbeiten und nicht die ganze Zeit nur seine Erholung zu suchen und faul zu sein. Sondern der Mann muss arbeiten, damit er sich recht und normal entwickelt. Und das ist vor allem durch das Bauerntum verwirklicht worden. Und das war der wunderbare, natürliche Boden für die Berufungen. Die Bauernkinder, die eben in dieser Tugendschule auch aufgewachsen sind, die waren bereit, dann auch diese Ganzhingabe des Lebens zu vollziehen, um Priester zu werden, um gerade dann auch in die beschaulichen und in die tätigen Orden einzutreten. Die großen Stifte unseres Landes, diese herrlichen Klöster, aber auch die zahlreichen Schulorden, wir haben sie letzte Woche schon genannt, die Pieristen, die Schulbrüder, die Jesuiten, die verschiedenen Schwesternorden, Ursulinen, Franziskanerinnen, Kapuzinerinnen und so weiter, Kreuzschwestern. All diese haben ihre Berufungen vor allem aus dem Bauernstand genommen, weil hier der Boden bereitet war. Weil diese Menschen auf natürliche Weise vorbereitet waren. Und das Zweite, was eben dazu kommt, ist dieses tiefe Leben aus dem Glauben, gerade bei den Bauern.
die wirklich zur Kirche gestanden sind. Wenn man die Geschichte betrachtet, die wirklich voll und ganz zur katholischen Kirche gestanden sind und sie verteidigt haben und sie unterstützt haben, geistig unterstützt haben, kulturell unterstützt haben durch das schöne Land, das sie geschaffen haben, materiell unterstützt haben, waren vor allem die Bauern, ja, die die Kirche materiell auch immer unterstützt haben. Und so konnte eine zutiefst christliche Gesellschaft entstehen. Und einer der wesentlichen Punkte ist der demografische. Es waren genug Kinder da für den geistlichen Stand. Wenn man nur ein Einzelkind hat oder zwei Kinder hat, dann ist es schwierig. Gott kann natürlich auch hier seine Wunder wirken und auch diese Kinder berufen für den geistlichen Stand. Aber es ist gerade die Großfamilie, aus der die Kinder kommen. Und die Großfamilie braucht natürlich auch ihre natürliche Umgebung, wo sie sich gut entfalten kann. Und hier spielt die Freiheit eine große Rolle. Und es ist eben der Kommunismus gewesen, mit all seinen Masken bis heute, der all dies bekämpft, der den Menschen das Land nimmt, der den Menschen versklavt, der den Menschen einsperrt in kleine Wohnungen, der den Menschen dann aber wiederum in all seiner Lasterhaftigkeit fördert, der den Menschen das Geld gibt für ein rein irdisches Vergnügen, ein rein vergängliches Vergnügen, ein möglichst schnell vergängliches Vergnügen. All das sind Prinzipien des Materialismus, des Kommunismus und so weiter. Und das sitzt zutiefst in unserer Gesellschaft. Und das führt vor allem auf natürlicher Ebene zu einem enormen Verlust für die Kirche. Und darum ist das Christentum so schwach. Freilich, es ist die ganze Abfallsbewegung in der Kirche, es sind die fürchterlichen Irrtümer, es ist der Glaubensabfall, es sind alle Folgen der Nachkonzilszeit, all das, wo wir so oft darüber auch nachgedacht haben. Aber es gibt eben auch diesen anderen Aspekt, diesen mehr gesellschaftlichen Aspekt einer Gesellschaft, wo Christus nicht mehr als der König herrscht. Und wo eben dann alles danieder liegt. Und es gibt zu wenige Kinder. Es gibt viel zu wenige Kinder, um nur annähernd das wiederherstellen zu können, was die Kirche eben etwa in unserem Lande vor gar nicht allzu langer Zeit noch war. Und die besten Köpfe sind aus dem Bauernstand gekommen. Die großen Äbte und Pröpste unserer Stifte, das waren Bauernkinder. Die Universitätsprofessoren der Theologie, aber auch der Medizin, der Jurisprudenz und so weiter, das waren sehr oft die Bauernkinder. Weil gerade da auch es möglich war, eine wirkliche Intelligenz zu fördern. Und es ging immer im Verein mit der Kirche. Das war die Aufgabe der Pfarrer, wirklich die besten Köpfe herauszufischen und die für den geistlichen Stand auch vorzubereiten. Und wenn sie dann wirklich auch eine Berufung hatten, ja, dann sind sie diesen Weg auch gegangen. Ich weiß schon, es hat hier manchmal vielleicht einen Missbrauch gegeben, wo man Menschen gezwungen hat, ins Kloster einzutreten, wo die Eltern da zu viel Druck auch ausgeübt haben. Das ist alles vorgekommen. Aber bedenken wir immer, machen wir nicht die Ausnahmen zum Eigentlichen. Der große Teil, das war ein Segen, den es hier gegeben hat in der Heiligen Kirche. Und eben es gab
Berufungen. Es gab einen Nährboden für Berufungen in der Kirche. Und gerade für die Klöster, die heute fast völlig verschwunden sind, wo sich Ordensleute der Krankenpflege widmen, wo Ordensschwestern, Ordensbrüder, denken Sie an die barmherzigen Brüder, denken Sie an die barmherzigen Schwestern, denken Sie an die Elisabethinen, wo sich die speziell den Kranken widmen in den Krankenhäusern. Und das tut so Not. Man fürchtet sich ja heute schon als Katholik ins Krankenhaus zu kommen, wie man da behandelt wird. Weil die Seele absolut vergessen ist. Weil das Seelenheil der Menschen absolut ausgeklammert wird. Man wird behandelt wie ein Haufen Materie, der irgendwo da liegt, dem es an Geist mangelt, mit dem man machen kann letztlich, was man will. Eine völlige Entchristlichung, ein völliger Mangel an christlicher Liebe in den Spitälern. Freilich, es gibt eine irdische christliche Liebe dort. Es gibt viele eifrige Ärzte, Krankenpfleger und so weiter, die durchaus noch ihre Pflicht tun im guten Sinne. Aber es werden auch weniger, immer weniger, weniger, weniger. Das steht fest. Das haben wir gerade in den letzten Jahren auch gesehen. Und ebenso in den Schulen. Die Kinder sind eine große Masse, die abgespeist werden, schon im Hinblick eben auf diese neue Gesellschaft, diese gottlose Gesellschaft, um dort ihr Leben zu fristen und vom Christentum, von den Wahrheiten, von den ewigen Wahrheiten des Lebens hört man nichts mehr. Und vor allem diese umfassende Erziehung durch die Ordensleute, das ist völlig abhanden gekommen. Und so natürlich auch eine Quelle wiederum an Berufungen, die katholische Schule. Ich kann mich erinnern, wenn ich mit den alten Jesuiten geredet habe, früher in unserer Heimatstadt, die sind zutiefst geprägt worden in ihrer Schulzeit. Da war einer, der war im Schottenstift in Wien am Gymnasium in den 20er, 30er Jahren. Und von dem hat er sein ganzes Leben gezehrt und ist geistlicher geworden. Der andere war am Kollegium Kalksburg in Wien in der Schule, eben an einer Jesuitenschule selber. Das hat ihn zutiefst geprägt. Der andere war am Kollegium Aloysianum in Linz. Auch hier eine wunderbare katholische Schule. Man könnte hunderte Schulen jetzt aufzählen. Und das hat ihm Menschen zutiefst geprägt für ihr ganzes Leben, im Guten. Und man hat die Intelligenz auch gefördert. Das hat die Kirche getan. Weil es wichtig ist, dass Katholiken an den entscheidenden Stellen im Staat und in der Gesellschaft auch sitzen. Dass das nicht eingenommen wird von gottlosen Verbrechern, um es einmal auf den Punkt zu bringen, von Leuten, die dem Christentum nur feindlich gesinnt sind und die das Christentum austilgen wollen. Dazu haben die Ordensleute einen großen Beitrag geleistet und lange standgehalten. Und dann kamen eben die 60er, 70er Jahre mit diesen großen und gewaltigen gesellschaftlichen Umwälzungen. Und weil in Österreich alles nicht so hart vor sich geht wie in anderen Ländern, hat man es vielleicht zu lange nicht gemerkt, was da in der Gesellschaft vor sich geht. Aber jetzt merken wir es. Auf natürlicher Ebene auch und genauso auf übernatürlicher Ebene.
Liebe Gläubige, was haben wir verloren? Unglaublich viel. Das muss man sagen. Und wir leiden alle darunter. Alle, die Eltern sind, leiden darunter. Wegen der Schulfrage. Immer wieder. Natürlich, es gibt Gott sei Dank Möglichkeiten. Da und dort. Aber es ist nicht leicht. Es ist ein unglaublicher Aufwand da immer, der das Leben erschwert. Warum ist das alles zerschlagen worden? Warum ist so viel Gottlosigkeit eingezogen in unsere Gesellschaft? Warum haben die Österreicher das zugelassen? Warum hat man da doch viel Schuld auch auf sich geladen? Und so kehren wir zum Evangelium zurück, weil die Menschen nicht Gott dienen wollten, sondern dem Mammon. Weil die vergänglichen Güter natürlich leuchten und glitzern und funkeln und angenehm sind. Der Mensch braucht Erholung, jawohl, und braucht viel Ruhe auch im Leben, gerade auch um sich geistig zu entwickeln. Aber der Mensch braucht nicht alle paar Monate einen Urlaub in der Südsee oder sonst irgendwo. Dann hätte der liebe Gott uns anders gestaltet, wenn wir ständig da in den Süden fliegen müssen. Das kann man wohl einmal machen, selbstverständlich. Aber Sie verstehen, was ich meine. Dieser Materialismus, diese falsche Entwicklung in der Gesellschaft, dieses Fördern der Liebe zu den vergänglichen Gütern, das war so kurzsichtig, dass so viele drauf reingefallen sind und es bitter büßen, weil sie unglaublich viel verloren haben und bitter büßen werden im Hinblick auf die Ewigkeit. Wenn sie sehen, wie es ihren Kindern geht. Wenn sie sehen, wie es den alten Menschen geht, die beiseite geschoben werden wie der letzte Dreck, oft in den Spitälern, die oft gar nicht mehr aufgenommen werden oder nur mehr für einige wenige Stunden, die dann irgendwo in einer finsteren Kammer die letzten Stunden ihres Lebens erleben müssen. Wir sind zutiefst zurückgefallen in ein finsteres Heidentum. Es ist ein gezieltes Programm gewesen von den Gottlosen, welcher Schattierung und welcher Maske auch immer. Aber wir müssen uns das klar vor Augen halten, bevor wir dann im Konkreten auch darauf eingehen können, auf das, was wichtig ist in der Heiligen Kirche, was unsere Gesellschaft braucht, was für einen Wiederaufbau notwendig ist. Liebe Gläubige, unser Gründer, Erzbischof Lefebvre, entschuldigen Sie, dass ich heute einmal länger darüber predige, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Unser ehrwürdiger Gründer hat diese Dinge alle klar gesehen und hat uns in der Priesterbruderschaft ein Mittel gegeben, um in dieser Notzeit irgendwie durchzukommen und unser Ziel zu erreichen. Die Priesterbruderschaft ist nicht der Himmel, erstens. Die Priesterbruderschaft ist auch nicht die alte Kirche, so wie es früher war. Manches natürlich schon, das, was absolut notwendig ist. Aber vieles gibt es einfach nicht, das wir uns wünschen würden. Oder gibt es noch nicht, das wir uns wünschen würden, weil wir im Notstand sind. Und dieser Notstand, die Situation in der Kirche, ist schlimmer denn je. Das, was wir heute erleben, ist schlimmer, als was die Ersten in den 70er Jahren erlebt haben. Auch das ist sicher. Aber wir haben in unserer Priesterbruderschaft
das, was wir brauchen, um überleben zu können. Wir haben das Priestertum, wir haben auch die Bischöfe, die die Sakramente spenden, die Weihen, die Firmungen. Wir haben vor allem das heilige Messopfer im überlieferten Ritus, der Mittelpunkt des christlichen Lebens überhaupt. Und ich würde mir wünschen, wenn es eine viel, viel, viel größere Wertschätzung der heiligen Messe wieder gäbe bei allen Gläubigen, dass sie alle Apostel sind der tridentinischen Messe, dass sie all ihre Freunde, Arbeitskollegen zur tridentinischen Messe bringen. Weil das Mittel ist schlechthin, der Ort, wo die Gnade fließt, damit in der Kirche alles wieder zum Guten kommt. Wir haben die Lehre, den alten Katechismus, wir haben ein traditionelles geistliches Leben, wo man auch eine gewisse Sicherheit dann hat. Natürlich, man muss treu sein, man muss dem Willen Gottes entsprechen. Wir sind genauso Sünder und schwere Sünder oft, wie alle anderen auch. Aber wir haben durch unseren Gründer weiter die katholische Kirche und haben all das, was wir brauchen, um in den Himmel kommen zu können. Seien wir dankbar. Aber, liebe Gläubige, und das ist jetzt wichtig, wir dürfen uns nicht mit einem Minimalismus zufrieden geben, sondern wir müssen auf die gesamte Kirche blicken. Wir müssen dieses katholische Herz haben, das ein großes Herz ist, das eben bereit ist zur Hingabe, das kühn ist und bereit ist, wirklich Großes zu tun, um die Kirche wieder aufzubauen, gerade auch bei uns. Bitten wir die Mutter Gottes, die allerseligste Jungfrau Maria, um ihre Fürsprache, dass wir geeignete Werkzeuge sind, die Priester und die Laien. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.